Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. Ich laufe ja hier vor Lenny seiner Bude vorbei. Mensch, ob Lenny zu Hause ist? Ich werde einfach mal hochgehen und schauen, ob er da ist. Aber ich glaube nicht. Entweder ist er bei Gysi oder bei Tom. Oder in der Schenke. Denn da ist ja momentan Flatrate saufen, bis der Niklaus kommt. Und der kommt ja morgen. Alles ist bereit. Das ist ein todsicherer Plan. Das kann gar nicht schief gehen. Dieses Jahr werde ich diesen Typen fangen und beweisen, dass es den doch gibt. Ach du Scheiße, das wird er sein, der Nikolaus. Der will sicher die Lage checken und gucken, ob ich schon zu Hause bin. Mann, Mann, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann haut er mir ab. Mensch, wie ich dachte, ey, der ist nicht da. Ich werde mal am besten den Werner anrufen und übernachtet ja in der Schenke und frag ihn mal, ob der Lenny da irgendwo rumkraucht. Hey Werner, du Nuss, ey, sag mal, du bist doch in der Schenke und hast du irgendwo Lenny gesehen? Ist er bei dir in der Nähe? So ist das also. Heute schon um 16 Uhr heim angeblich? Aber du Werner, hier ist alles dunkel, ey. Ich hab schon geklingelt und keine hat aufgemacht. Okay, ich teste das mal, ob die Tür zu ist. Ich werde mal testen, ich klick da mal rum und ich werde gleich Bescheid sagen, Werner. Oh hey, da ist jemand an meiner Tür. Ich muss mal lauschen. Oh, ich höre das. Der Nikolaus telefoniert gerade. Ach du Scheiße, ey. Werner, halt dich fest. Hey, die Tür ist nicht zugeschlossen. Die geht auf. Na logisch, warte ich auf dich, ey. Bin doch nicht blöde, ey. Ich gehe da nicht alleine rein, während da irgendwelche Einbrecher sind. Hey, bis gleich, Werner. Hey, Moment mal. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Das ist doch Murat, Mann. Ich rufe dir mal eben auf sein Handy an. Huch, mein Handy. Na, wer ruft denn da jetzt um die Zeit an? Auf meinem Handy, Werner wird es wohl nicht sein. Der wollte ja unbedingt vorbeikommen. Mal gucken, Caro kann es eigentlich ohne sein? Die hat ja nicht mal meine Nummer. Mal schauen. Oh, Lenny, gleich mal dran gehen. Hey, Lenny, wo bist denn du? Zu Hause, wo sonst? Ach du Scheiße, haben die Einbrecher dir irgendwas getan? Oder hast du dich versteckt? Wie Einbrecher? Bei mir zu Hause? Echt, Mann? Und ich hock hier drin, wo sind die denn? Du weißt nicht mal, dass er bei dir eingebrochen wurde? Mensch, Lenny, ey, die Tür ist nicht abgeschlossen und es ist alles total dunkel. Ach so, nee, Alter, hier wurde nicht eingebrochen. Komm am besten erstmal rein, ich erklär's dir dann. Okay, hier bin ich. Hey, wo hockst du, Lenny? Hinter dem Schrank, links. Komm rüber. Aber pass auf, dass du nicht auf die Schuhe trittst. Da ist eine Bärenfalle. Bärenfalle? Hey, was hast du mit einer Bärenfalle vor, Alter? Wo hast du die überhaupt her? Na, du weißt doch, hier nebenan, 50 Meter weiter, ist ein Jagdgeschäft. Die Acht und Tracht. Und da hab ich mir gedacht, ne, kauf mir da eine. Weil dieses Jahr möchte ich ja gern mal den Nikolaus fangen. Oh nee, Lenny, ey. Nicht schon wieder, ey. Das versuchst du schon seit 3 Jahren, ey. Ich sagte dir doch schon mal. Das kannst du absolut nicht vergessen. Den Nikolaus gibt es nicht. Du wirst das schon sehen, Moacho. Ich hab's im Gefühl. Er wird heute kommen und dann will er mir was in meine sauberen Schuhe tun. Und schon schnappt die Bärenfalle zu. Haha, ich hab dir ein wenig modifiziert. Oh Mann, ey, du bist echt paranoid. Und ach, egal. Naja, ich werd mal hier mitwarten. Nicht, dass du dir selber noch wehtust. Sei leise, Moat. Da kommt jemand die Treppen hoch, Mann. Boah, ob das der Nikolaus ist? Klingt echt so, als wenn da jemand die Treppen hochkommt. Irgendwas war da noch. Moment mal, das wird doch nicht. Moat, sei leise. Das ist die letzte Warnung. Du wirst mir die Nummer nicht versauen. Ich habe Jahre an diesem Plan gearbeitet, also sei leise. Oder ich halte dir den Mund zu. Moment mal, das wird doch nicht. Das ist der... Oh, Mann, ich muss den warnen. Hast es nicht anders gewollt. Nun halte ich dir den Mund zu. Sei leise, Mann. Schau, der wird total blind durch die Gegend. Ja, der Lenny ist kein Dummer. Ich hab die Glühbirnen rausgemacht. Hier ist nichts mit Licht. Da kannst du labern, wie du willst, Moat. Ich lass nicht los. Und nun schau, er rennt genau auf die Falle zu. Boah, Bingo, Volltreffer, boah, voll rein mit dem Fuß. Er ist gefallen wie eine Buche. Was sagst du dazu, Moat? Ach so, musst du erstmal die Hand vom Mund nehmen. Lenny, du Nuss, ey, das war nicht der Nikolaus, ey, das war Werner, der wollte dir helfen, Mann, wegen den Einbrechern und so. Oha, ich wusste, die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir sollten abhauen. Ja, wie denn, Mr. Lenny Nikolaus Hunter? Los, über die Feuerleiter, am Schlafzimmerfenster, dann ab zur Schenke und dort was trinken. Und was machen wir mit Werner? Den lassen wir liegen, ich hab keinen Haftschutz mehr, Mann. Ich kriegst du da jetzt seit 3 Wochen, da geht die ganze Kohle drauf. Also, komm, schnell weg hier. Okay, auf geht's, bin ich bei. Berlin.